Netz Natur übergeissen die zweite, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor einem Monat habe ich Ihnen in einer ersten Sendung gezeigt, von welchen Wildtieren unsere Hausgeissen abstammen. Von den imposanten Bezoargeissen im Vorderen Orient nämlich. Und sie werden diesen urtümlichen Tieren auch heute wieder begegnen. Ich habe Ihnen erzählt, dass Geissen mit der Schof die ältesten Nutztiere des Menschen sind und dass sie vor rund 10'000 Jahren in der südlichen Türkei das erste Mal gezähmt worden sind. Sie haben gesehen, wie clever das Geissen sind, wie sie ihre Stalltüren nicht nur selber aufmachen können, sondern auch wieder zu, wenn sie ihre Ruhe wollen. Und wir haben ihnen gezeigt, welche Bedeutung die Geissen vor allem auf der Alpen-Südseite der Schweiz mal hatten und wie sie auch dort heute noch zur Alp gehen. Diese jungen Geissen hier sind diesen Frühling auf die Welt gekommen. Und man hat sie dann nach 2 bis 3 Monaten von den Müttern separiert, weil man die Milch der Müttern wollte nutzen, um Käse zu machen. Das ist gängige Praxis, nicht nur bei den Geissen, sondern auch bei den Kühen. Die jungen Geissen sind jetzt hier unten aufgewachsen. Sie sind recht verspielt. Das hier ist Zoe, der Schutzhund, der für sie schaut. Und alle diese Tiere hier, die sind im Sommer durch beim Stall auf der Weide gewesen, während die Mütter auf der Alp sind. Die Mütter, die sind jetzt trocken, das heisst, sie geben keine Milch mehr und sie sorgen für Nachwuchs. Und was hier abgeht, das werden Sie gleich in dieser Sendung sehen. Sie werden aber auch sehen, warum man den Geissen nachsagt, dass sie im Teufel ab dem Karren geht bzw. gumpt sind, weil sie eben so frech sind. Zuerst aber jetzt ein anderer Sprung, nämlich einer in Frühling, wo die jungen Geissen hier in diesem Stall hier unten auf die Welt gekommen sind. Sie ist Ende März auf 1300 Meter oberhalb von Osco in Leventina, gerade hinten am Gotthard, wo Geissen immer wichtig sind. Die Eva, die Bäuerin von diesem Profibetrieb mit Geissen, bringt die hochschwangere Pippa in einen separierten Teil des Stall. Nach 5 Monaten Tragzeit ist es soweit, die Wehen haben eingesetzt. Die meisten Geissen in der Herde haben schon geworfen. Fast alle von diesen Gitzi kommen hier innerhalb von 2 Monaten auf die Welt, weil sich die Mütter alle im September auf der Alp mit den Böcken vergnügt haben. Wie sehen sie ein bisschen später? Bei der Pippa, mit 6 Jahren eine mittelalterliche Geiss in dieser Herde, muss man helfen, weil sich der eine Lauf vom Jungen im Geburtskanal verklemmt hat. Okay. Aber jetzt ist alles bestens. Die Atemwege vom Kleinen werden von Schleim befreit, damit es schnaufen kann. Nach dem natürlichen Instinkt legt die Mutter die Reste vom Fruchtwasser vom Gitzi. Bäuerin Eva, hier sozusagen die Kollegin von der Pippa, leistet Hilfe beim ersten Saugen. Die Suche nach der Zitze ist eine von vielen Verhaltensweisen, die angeboren sind. Nicht nur bei den Geissen, auch beim Menschen. Und hier von außen, ohne Vorwarnung, das nächste gibt sie in seinem ersten Licht von dieser Welt. Er schaut und schnüffelt. Ist er echt der Vater? Wie auch immer, einmal mehr ist aller Anfang nicht ganz einfach. Gegen oben werden die 120 Geissen vom Keg voraus in den Stall gelassen. Im Futtertrog hat es etwas, was sie gerne haben. Und dann dürfen die Kleinen, die den Tag durch im Kindergarten im warmen Stall auf die Geissen gewartet haben, zu ihren Müttern. Was hier aussieht wie ein grosses Durcheinander, hat bald seine Ordnung. Mütter und Gitzi riefen und finden sich über die Stimme und wie sie meckern. Es scheint eine Art Spruch zu geben zwischen den Gitzi und den Müttern. Und wie bei uns sehen die Mutter und der Nachwuchs manchmal ziemlich verschieden aus. Jede Geiss identifiziert die Jungs eindeutig am Geruch und lässt kein anderes suchen. Der Ottavio Cotticottini hat den Betrieb aufgebaut. Ein Pionier für Laufstall mit behornten Geissen. Heute haben sein Schwiegersohn Mattia Arnoldi und seine Tochter Eva die Verantwortung für die Herden übernommen. Auch Nina Thürlemann vom Netz Naturteam ist hier kurz gefordert, neben dem Filmen. Nicht alle Geissen haben genug Milch für ihre Gitzi. Zufrieden mit vollem Bauch. Was will man mehr? Die Welt hat für die kleinen Geissli überall einen Haufen Neues parat, den man untersuchen muss.
Und kaum ist der Hunger gestillt, gibt's Action. Wie bei uns die kleinen Kinder untersuchen, gibt sie auch alles mit dem Maul. In der Spielgruppe üben sie die Verhaltensweisen, die es braucht zum Zusammenleben. Zoberst stehen, möglichst allein ist das Größte. Auch das kommt uns bekannt vor. Nach einem ersten Monat Happy Life ist fertig lustig. Vor allem für die kleinen Böckli, aber auch für Geissle, die man nicht braucht, hat das letzte Stündchen geschlagen. Vor allem in der Südschweiz, wo man noch die meisten Geissen hat, ist das kleine Ostergitzi oder das Osterlamm das traditionelle Menü für den Mittag am Ostersonntag. Eine Tradition, die wahrscheinlich zurückgeht auf das Opfern von Geissle oder Lämmer als unschuldige reine Wesen in biblischen Zeiten. Und in der Praxis sind die Ostergitzi ein wichtiges Einkommen für die Geissenbauern, die unmöglich alle können aufziehen können. Aber jetzt noch weiter zurück. Mehr als 10'000 Jahre. Zu den wilden Geissen in der Südtürkei, zu den Vorfahren der domestizierten Geissen hier bei uns. Von Oktober bis Dezember sind Böck in Paarungsstimmung. Denn die Geissen sind bereit zum Aufnehmen. Jetzt sind sie geladen, aggressiv. Immer wieder tätscht es zwischen den Rivalen. Sie kämpfen und sie jagen sich. Denn nur die Stärksten haben bei den Geissen Chancen. Und die Bilder zeigen, woher der vulgäre Ausdruck «geiler Bock» kommt. Die Geissen zeigen sich kapriziös. Sie klettern auf die Bäume, dort, wo die Böcke nicht nachkommen. In diesem rauchen Lebensraum mit harten Winter wollen die Geissen nur die stärksten Böcke als Väter. Und so bleibt also auf den Bäumen, wer gar nicht will, und kommt wieder runter, wo doch allenfalls eine Paarung in Betracht zieht. Aber lange nicht jeder hält auch, was er verspricht. Oder vielleicht gehört auch das zum Imponiergehabe. Sie auf jeden Fall war jetzt bereit. Und dann kommt es nach stundenlangem Vorspiel mit Bäumle offen, Bäumle abe zum überraschend kurzen Akt. Was sich dann allerdings in kurzer Zeit häufig wiederholt. Nicht gerade appetitlich, aber unverzichtbar, für was ein rechter Bock ist. Er spritzt sich mit Urin und Paarungsflüssigkeiten voll. Ein wildes Verhalten, das auch bei den domestizierten Geissen für das maskuline Parfum sorgt, das die Geissen stimuliert und den Eisprung auslöst. Für die Nase der meisten Menschen stinken Geissböcke bestialisch, trotz der schönen Augen. Wenn der erste Schnee Ende September die höchsten Kreten überzuckert, geht auch bei unserer Tessiner Herde in der Leventina die Post ab, wie bei den wilden Bezoargeissen zu Anatolien. Insgesamt 4 Böcke sind in dieser Herde, damit sicher alle 120 Geissen gedeckt sind. Und so sind sie Rivalen und jagen sich wie vorher die Bezoarböcke. Wie fast überall im Leben bestimmt auch bei den Geissen der weibliche Teil, wer schließlich Vater wird. Nur dann, wenn sie will. Und nur dann bleibt sie stehen und es kommt zur Paarung, und zwar immer wieder. Und darum gelten der Geissböck als unersättlich lüstern. Der einzige von den 4 Böcken, der keine Hörner hat. Vor den Machos mit den Hörnern muss er sich in Acht nehmen. Und während die Böcke offensichtlich ihre Triebe umtreiben, wirken die Geissen obercool.
Ja, der mit der Hörnerglatze scheint nicht gerade ein Renner. Aber wenn die anderen nicht schauen, macht er trotzdem unverdrossen einen auf Schmidtchen Schleicher. Denn er weiss, ganz heimlich gibt's doch Geissen, die auf die Masche stehen. Schon passiert, dass das Geschäft so schnell geht, ist für ihn ein Vorteil. Hier nochmals das ganze Arsenal von der teuflischen Verführung. Er gibt sich ja furchtbar Mühe. Und dann, völlig überraschend, ein Geiss von hinten mit eindeutigen Avancen an den, der eigentlich die andere im Visier hat. So frech, die giggerige Strahlengeiss spannt der Graue hinten dran, der allzu zickig da hat, doch tatsächlich der Bock aus. Der Geissbock in der Gestalt vom Teufel, hier beim Goya, der mit der Hexe tanzt oder als Verkörperung vom Bösen in der New Age-Kunst. Auch die Kirche kennt die Symbolik vom Teufel in der Gestalt vom Geissbock. Und gleichzeitig verspeist man junge Böckli am Osterviertag zum Mittag. Wir haben Don Italo Molinaro, ein Priester, der im Tessin bei Radiosendungen mitmacht, gefragt, wie das zusammengeht. Im historischen Zusammenhang, wo sich das Christentum in Europa ausbreitet hat, hat man die antiken Götter der Griechen und der Römer dämonisiert. Also der Hirtengott Pan, wo man als Geissbock dargestellt hat, ein lüsterner Kerl, sei völlig dämonisiert worden. Also der Geissbock als Symbol vom Teufel. Auf der anderen Seite stehen ein praktischer Aspekt, der Umstand, dass im Frühling junge Geissli und Lämmer auf die Welt kamen. In vielen Gegenden war das einzige Fleisch, das man zur Verfügung hatte. Es gab nicht viele andere Möglichkeiten. Und so hat man in der Ostertradition Gott, wo Christus als Osterlamm der Welt geschenkt hat, da hat man eben das Fleisch gegessen, das man in dieser Jahreszeit zur Verfügung hatte. Also ein sehr praktisches Motiv. Auch in der Kirche San Nicolao in Giornico tauchen Geissenmotive auf. Zum Beispiel auf dem Taufstein, 800 Jahre alt, der die Bedeutung der Geissen schon damals illustriert. Gut oder böse, ein mystisches Tier. Damit ist es kein Wunder, dass man sagt, dass Geissböcke mit dem Teufel in Verbindung stehen, dass sie sozusagen dem Teufel vom Karren gumpt sind. Und dazu gibt es verschiedene spannende Sagen und Geschichten. Berühmt ist die Sage von der Teufelsbrücke in der Schöllener Schlucht an der Gotthardroute zwischen Göschenen und Andermatt. Die Schlucht die ist so steil, so gefährlich, dass es sehr schwierig war, die Brücke zu bauen. Und die Urner haben hier den Teufelshilfe geholt. Der hat aber als Lohn für die Arbeit die erste Seele verlangt, die die Brücke überquert, wenn sie dann einmal gebaut sind. Die Urner hat aber dann am Schluss den Deal doch gereut und sie haben sich überlegt, wie sie den Teufel verarschen können. Und sie haben sich eine Liste ausgedacht. So, und jetzt noch ein Hinweis an unsere kleinsten Zuschauerinnen und Zuschauer. Der schwarze Teufel, den ihr jetzt gerade seht, der ist nicht echt, sondern der ist künstlich im Fernsehen in einem Märchen. Wir müssen das auch keine Angst haben. Mächtig stolz ist er auf die Brücke, die er gebaut hat. Und er vergitzelt fast, dass er jetzt den gerade ausgemacht selber kommt. Die Urner scheinen gar nicht glücklich. Aber was ist denn das? Der Teufel ist außer sich vor Wut und zaubert der Geissbock gerade in die Hölle.
wartet nur, die Brücke, die habt ihr gesehen, denkt er und fährt davon. Der Teufel ist in seiner Wut, dass ihn die Urne so an der Nase rumgeführt haben, sofort in den Wald vor Wasser runter und hat den riesigen Stein geholt, den er in die Schöllenschlucht aufschleppen wollte, um dort die Brücke kaputt zu schlagen. Unterwegs ist ihm ein altes Weibli begegnet. Und das hat gesagt, was schleppst du da für einen riesigen Stein mit dir rum? Willst du nicht einen Moment verschnaufen und den Stein absetzen? Und der Teufel denkt, ja gut, die Brücke in der Schöllene, die läuft mir nicht davon. Und hat den Stein abgesetzt. Und da ist das Weibli in einem stillen Moment an den Stein an und hat ein Kreuz reingeritzt. Und wahrscheinlich sind da unterdessen verschiedene alte Weibli vorbeigekommen. Und als der Teufel den Stein wieder aufnehmen wollte, konnte er es nicht mehr, können, weil es eben ein Kreuz drauf hatte. Und da ist er noch mal verrückt worden und ist unter Schimpfen und Fluchen aus dem Kanton Uri verschwunden und seither nicht mehr gesehen worden. Was glaubt? In Wirklichkeit ist Teufelsbruck etwa um 1230 das erste Mal aus Holz gebaut worden. 1595 hat man die dann durch eine Steinbrücke ersetzt, wo allerdings immer wieder von der Reuss bei Hochwasser beschädigt worden ist. Und man sieht auf dem Bild, dass auch hier immer Geissen rum waren. 1830 hat man dann etwas weiter oben die heutige Altbrücke deutlich höher und hochwassersicher gebaut. Eine Brücke, die auch mit Wegen befahrbar war und die heute noch steht und wo man auch vorher Teufelssarg zusammen mit dem Kulturforum Andermatt Gotthard darauf inszeniert haben. Dass Geissböcke mit dunklen Mächten in Verbindung stehen, das hat man früher immer wieder probiert auszunutzen. So hat es nicht selten Bauern gegeben, die im Kuhstall einen Geissbock gehalten haben. Und der Bock soll wie ein Blitzableiter Krankheiten von den wertvollen Kühen ableiten. Andere haben gesagt, dass der Gestank vom Bock die Krankheiten vertreibe. Wie auch immer, wir wissen, dass es in dieser Gegend nicht weit von hier einen Bauer gibt, der das heute noch so hält. Allerdings hat er es das schliesslich dann doch nicht wollen, vor der Kamera zeigen und erzählen. Von der Sage über die Böcke wieder zurück in die Realität von der Biologie. Es fällt auf, dass Geissen immer in Bewegung sind beim Weiden und dass sie am liebsten nicht am Boden grasen, sondern an Pflanzen über dem Boden knappern. Das hat sie Grund. Mit ihrem Kot scheiden Schaf und Geissen Eier oder Larven von Wurmparasiten aus. Wenn sie dann in der Nähe fressen, infizieren sie sich wieder mit den Larven von diesen Parasitenwürmen, die dort den Weg und den Verdauungstrakt befallen. So ein Parasit, der besonders gefährlich ist für Geissen, ist Hemonchus, der dreite Magenwurm, der bis 3 cm lang wird und im Labmagen von Schaf und Geissen Blut zuckt. Manchmal so viel, dass der Blutverlust tödlich sein kann. Weil gegen diesen Wurm fast kein Mittel mehr wirksam ist, sucht man neue Strategien zur Bekämpfung. Auf dem Rütihof in Elfigen zeigt der Veterinärparasitologe Hubertus Herzberg an der bleichen Bindehaut ums Auge von dieser Geiss, dass sie blutarm ist, also einen Haufen Würm hat. Zum Vergleich, bei dieser weissen Geiss ist die Bindehaut kräftig rosa, sie hat also kaum Magenwürm. Die sogenannte Pharmaka-Farbenskala wird im Moment in der Schweiz noch getestet und soll in Zukunft helfen, nur noch die, die es nötig haben, zu behandeln. Bis jetzt hat man einfach immer regelmässig die ganz harten entwurmt. Die Radikalkuren haben Konsequenzen gehabt. Die Parasiten sind noch dies noch gegen alle Mittel unempfindlich geworden. Wir befinden uns tatsächlich in einer sehr ernsten Situation momentan, was die Resistenzproblematik anbetrifft. Bei diesen Erregern, die wirklich ein hohes krankmachendes Potenzial besitzen, wie wir gesehen haben, durch die Blutsaugerei, durch die Möglichkeit, dass Tiere schwer erkranken und sterben können. Und wenn uns die Mittel weiter so verloren gehen, wie das jetzt der Fall war, wir haben beispielsweise im Kanton Bern gesehen, dass eines der hauptsächlich verwendeten Mittel in 43 untersuchten Beständen nicht mehr wirksam war. Das waren alle, die wir untersucht haben. Da müssen jetzt die Alarmglocken läuten. An der Vetsuis-Fakultät von der Uni Zürich schafft man an neue Strategien. Nicht gerade appetitlich, aber nötig. Man untersucht zum einen die Parasiten selber. Dort Hemonchus-Würm aus dem Magen. In der Vergrößerung sieht man den Apparat, wo sich der Wurm damit beim Blutzugen in die Magenwand von Geissen einhockt. Der Wurm ist männlich. Er paart sich mit einem Weibli, wo dann 5.000 bis 10.000 Eier ablegt, die mit dem Kot der Geiss ausgeschieden werden und so auf die Weide kommen. Im Kot entwickeln sich die Wurmlarven.
Insekten wie die Mistkäfer vergraben auf der Weide den Kot im Boden. So verschwinden auch die Larven von den Parasiten. Aber die Gift gegen die Würmer haben auch die Kotentsorger grossflächig vernichtet. Der Kot bleibt liegen und infektiös vergeissen mit den resistenten Parasiten. Solange man wie früher die Geissen ständig angebunden hatte im Stall und täglich gemistet hat, sind sie beim Fressen kaum in Kontakt gekommen mit den Wurmlarven aus ihrem Kot. Heute in der modernen Laufstelle besteht die Gefahr. Der Marco Viglezio hat über 40 Jahre als Tierarzt in den Tessiner Alpen geschafft und erzählt, wie man früher geschaut hat, dass Geissen keine Würmer bekommen. Le cure dei parassiti non venivano praticate. Früher gab es keine Parasitenmittel, aber die Geissen waren der grösste Teil des Jahres draußen auf grossen Flächen. Und so gab es weniger Kontakt untereinander und auch weniger Kontakt mit dem Kot. Und sie haben sich weniger infiziert. So hat es weniger Probleme gegeben. Da siegen aber die Geissen beieinander und so gab es mehr Möglichkeiten, dass sie sich mit Parasiten infizieren. Was das für Auswirkungen kann haben, wenn Geissen lange auf kleinem Raum stehen, illustriert eine Anekdote aus seiner Praxis. Ein Gimmilehrer, ein Biologe übrigens, der gemeint hat, er habe eine gute Idee, habe einen Garten mit einer Wiese ums Haus gehabt. Und er habe anstatt alle 14 Tage den Rasen zu mähen, vier Geissen gekauft und denkt, er ließ sie hier den ganzen Sommer durch, sie fressen das Gras und er habe am Schluss einen schönen Brot. Mangiano l'erba. E poi alla fine io mangerò gli arrosti. Es sei dann aber anders rausgekommen. Nach einem Monat musste er dem Tierarzt riefen. Die Geissen haben nicht mehr gefressen und sind völlig mager geworden wegen der Parasiten. C'era un problema di parassiti. Geissen können also nicht lange Zeit auf der gleichen Fläche leben. Sie müssen umziehen. Und wenn sie draußen können fressen, was sie wollen, suchen sie sich Pflanzen, die gegen Parasiten wirksam sind. Zum Beispiel der Wurmfarm, der ziemlich giftig ist. Aber die Geissen können meistens gut dosieren, wie viel das sie brauchen. Im Nahen Osten, wo die Menschen die Geissen vor 10'000 Jahren domestiziert haben, hat man kürzlich herausgefunden, wie sie spezielle Pflanzen fressen gegen die Würmer. Als Behandlung, wenn sie Bauchweh haben. Und auch prophylaktisch. Bei uns kann man heute Geissen nur lange Zeit im gleichen Stall und auf der gleichen Weide haben, wenn man regelmäßig medikamentös entwurmt. Wieder erzählt der Tierarzt Marco Viglezio, diesmal aus seiner Jugendzeit, wo er als Bub am Heiko sieg aus einem Geissenstall im Dorf und gestunken hat nach Geissbock. Und dann zeigt er meinem Redaktionskollegen Daniel Mennig ein Foto, das mehr als 60 Jahre alt ist. Ein Foto, das seine Eltern gemacht haben. Er als Zweijähriger drei Käse hoch, hoch zu Ross auf einem Geiss. Er sei also schon hier mit den Tieren vertraut gewesen. Damals hatte es im Dorf einen Geissenhirt. Der hat am Morgen alle Geissen vom Dorf eingesammelt, 120, 130 Tiere, und hat dann am See Weidetour gemacht in den Bergwäldern vor dem Dorf. Und so oben sind er zurückgekommen, so um die 4, 5, wenn die Schatten länger geworden sind. Und die Geissen sind alle selber zurück in ihre Stalle. E le capre ritornavano tutte più o meno nella stalla giusta. D'estate im Sommer siegen dann die Geissen zusammen mit der Kühen auf die Alp. Es hat zwei so Alpen gegeben und auf beiden hat man Käse gemacht aus Geissen und aus Kuhmilch. Es hat also gemischten Käse gegeben. Reinen Geissenkäse macht auch heute noch Angela Bini, die mit ihrem Mann Gian Martino eine Geissenherde auf der Alp Pianzenio am Lucmanier Pass hat. Gian Martino Bini hat seine um die 50 Geissen noch wie in alten Zeiten auf der Alp. Er zieht mit ihnen am Morgen nach dem Melken durch den Wald in die Höhe und sie weiden jeden Tag noch jemand anders auf einer grossen Fläche. So gibt es kaum eine Gefahr durch Parasiten. Auch der Gian Martino Bini erzählt aus seiner Jugend. Queste foto stanno facendo vedere praticamente la vita. Diese Fotos zeigen das Leben auf der Alp von früher. Das Vieh vom Stall beim Melken. Sie haben als Familie ein paar Kühe, ein paar Geissen und ein paar Schafe gehabt. Ähnlich wie alle zu dieser Zeit haben sie ein paar von allen diesen Tieren gehabt. Come tutti a quei tempi avevano un po' tutti quegli animali. Man hat früher durch die Zuchtwahl viel genauer geschaut, dass man nur mit Geissen züchtet, die robust sind gegen Parasiten. Und gemischte Alpherden von Geissen und von Kühen sind in der Schweiz an vielen Orten nichts Außergewöhnliches gewesen. Auf vielen alten Gemälden sieht man beide Arten beieinander. Das hat Infektionen durch Wurmparasiten für alle Arten reduziert.
Die gemischte Weide von Kühen und Geissen als Schutz vor Parasiten nutzt man wie früher in der Profigeissenhaltung von Sahnen und von Bauerngeissen auf dem Rütihof im Fricktal aus. Geissen und Rinder sind nicht auf die gleichen Wurmarten empfindlich. Die Wurmlarven klettern aus dem Kot auf die Gräser und kommen so mit dem Gras wieder in die Weidetiere. Die Rinder fressen so die Wurmlarven weg, die für die Geissen gefährlich sind, und umgekehrt. Der Hubertus Herzberg von der Uni Zürich zeigt, es gibt nur noch ein Drittel der Infektionen. Ein sehr schöner Begleiteffekt dieser Studie war, dass die Tiere, die Ziegen, die in gemischten Gruppen zusammen mit Rindern gehalten wurden, 9-mal weniger gegen Würmer behandelt werden mussten als die Ziegen, die alleine weideten. Ein Lichtblick im Kampf gegen Wurmparasiten, wo resistent sind gegen immer mehr Medikamente. Geissen haben noch mit anderen Krankheiten Probleme. In den 1980er Jahren hat der Bund beschlossen, eine Viruskrankheit, die Geschwür macht an den Uter und an den Gelenken, Arthritis auslöst, die sogenannte CAE, in der Schweiz auszurotten und alle Geissen, die das Virus haben, auszumerzen. Auch wenn sie nicht krank sind und nur positiv im Bluttest. 15.000 bis 20.000 Geissen hat man so geschlachtet, ganze Herden. Ein schwerer Schlag für die Geissenhaltung in der Schweiz. Ein Haufen Halter haben dort ganz aufgehört mit Geissen. Auch der Gianmartino Bini hat seine ganze Herde müssen opfern wegen positiven Bluttest, die CAE angegeben haben. Obwohl der Tierarzt Marco Viglezio in 40 Jahren bei Tausenden von Geissen in seinem Gebiet immer nur positive Bluttests und keine CAE-Krankheitsfälle beobachtet hat. Nach der CAE-Kontrolle mussten alle seine Geissen müssen eliminieren. Wir haben gesagt, er habe ein bisschen hohen Prozentsatz von positiven Tieren. So haben sie gesagt, er müsse alle eliminieren. Das habe er gemacht. Er habe aber die Jungen behalten, die Neugeborenen. Aber sie durften nie die Milch von der Mutter trinken und er habe sie müssen isolieren. Er habe sie auf einen Maisess in der Nähe gebracht. So habe er etwa 30 von seinen können retten. Und dann habe er noch von draußen neue müssen kaufen. Dopo il resto comprato da fuori. 1997 haben Virologen an der Uni Zürich herausgefunden, dass ein Virus bei der Schaf, der noch verwandt ist mit dem Geissenvirus, auch auf Geissen übertragen kann werden und dann im Bluttest falsch positive CAE-Fälle anzeigt. Wie hier in dem alten Heidi-Film teilen sich ja immer wieder Geissen die gleichen Weiden mit der Schaf. Und so weiss niemand, wie viele Hunderte oder Tausende Geissen, die das Schaf-Virus in sich getragen haben, wo sie nicht krank gemacht, wegen dem falschen Bluttest als CAE-Fall ausgemerzt worden sind. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass CAE in der Schweiz unter Kontrolle scheint und dass die allgemeine Geissengesundheit nach dieser Kampagne deutlich besser ist. Schweizer Geissenrasse an einer Ausstellung zu Wattwil. Die gemsfarbige Gebirgsgeiss. Toggenburger Geissen bei der Misswahl, fachkundig beurteilt von einer Jury von Männern. Die Walliser Schwarzhalsgeiss. Die Bündner Strahlengeiss mit und ohne Hörner. Nera Verzasca aus dem Tessin. Die Wiss- und Zottig Appenzeller Geiss, meistens ohne Hörner. Und die Zahnengeiss vom Berner Oberland, wo bekannt ist, dass sie einen Haufen Milch gibt. Nur diese 7 Geissenrassen hat man 1938 noch als unterstützungswürdig angeschaut in der Schweiz. Eine achte, die Zürcher Geiss, ist ausgestorben seit hier. Noch vor 100 Jahren sind Geissen vor allem in der Südschweiz, wie hier auf diesen Bildern aus dem Val di Blenio, alltäglich und lebenswichtig gewesen. Und so hat es im ganzen Land 40 oder noch mehr Rassen und lokale Formen gegeben. Verdabio im Misox, wo heute nur noch ein Dutzend Geissen und kaum 200 Menschen wohnen. Zum Beispiel Sabine und Markus Lamfranchi. Verdabio hatte mal über 800 Einwohner. Und um die Jahrhundertwende 1800, 1900 hat es in dem Dorf 1200 Geissen und 120 Rinder hatte. Und in diesem Haus hier hinten hat Franco Regini gewohnt. Ein alter Mann, der mir sehr viel über das Leben vom Land und von der Natur beigebracht hat. Er war einer der letzten Geissenzüchter im Dorf und hatte im Stall einen ganz spannenden Geissbock.
Hier in diesem Stall hat die ganze Geschichte von Capra Grigia ihren Anfang genommen. Ich bin hier raufgekommen. Da ist der Franco ist noch hier. Und er hat gesagt, der Bock hier drin sei die alte Rasse vom Galankatal. Und dann haben wir gezeigt, das war ein schöner grauer Bock mit mächtigen Hörnern und einem schwarzen Aalstrich drauf. Und wo wir dann den Bock geholt haben, um ihn einsetzen in das Erhaltungsprojekt, musste ich merken, dass er einen groben Schönheitsfehler hat. Und zwar ist er schon kastriert worden in der Zwischenzeit. Sie halten unsere ganzen Hoffnungen, das Projekt mit einem super schönen Tier anzufangen, einfach zu verschwinden. Es gibt sie also noch, die grauen Tessiner Berggeist, dank einer Rettungsaktion von Züchtern zusammen mit Pro Spezia Rara. Mitgemacht hat auch die Bergbäuerin Anina Staub. Wenn man in diesem Zeitpunkt nicht angefangen hat, sich also schauen für die Graue und da wirklich so die gezielten Kreuzungen machen und so, dann weiss ich nicht, ob es die Graue jetzt noch gibt. Also sicher gibt es noch da und da dort eine, aber sicher nicht so viel, wie es jetzt gibt. Die Anina Staub Zaronia hat heute die grösste Herde von etwa 30 Geissen, die den Sommer auf der Alp im Galankatal verbringen. Was hat die, die andere nicht haben? Oder? Also, es ist einfach die schönste, oder? Von der Capra Grigia gibt es heute in der Schweiz wieder über 850 Tiere. Sie ist nicht die einzige, die bedroht ist. Sabine Lamfranchi von Pro Spezia Rara im Tessin. Auf der Liste haben wir 10 bedrohte Geissenrassen in der Schweiz. Und effektive Pro Spezia Rara Projekte, also schon längere, das ist sicher die Stiefelgeiss und Capra Grigia. Und weil immer wieder mehr Geissenrassen auch in Bedrängnis kommen in den letzten Jahren, also ist zum Beispiel noch Kupferhalsziege, die als Walliser Geiss dazugekommen und jetzt ganz neu noch die Grünachten und Capra Sempione. Und dann hat es aber bekanntere Schweizer Rassen wie die Nera Vergesca oder Bündner Strahlen oder Pfauengeiss, wo eigentlich auch anerkannte Schweizer Rassen sind seit eh und je, aber die Zahl sinkt dermassen, dass Pro Spezia Rara sie jetzt auch noch auf die Liste genommen hat, seit ein paar Jahren. Szenenwechsel. Von den alten Geissenrassen in die moderne nach Muri, Kanton Aargau, im Betrieb von der Priska und dem Toni Odermatt. Hier stehen 250 Geissen, das meiste Anglo-Nubier, eine Rasse mit Wurzeln zu Afrika, zu Indien und zu England. Das Odermatt produziert das Muri Milch für eine Käserei in Nidwalden, die Geissenkäse macht. Durch geschicktes Management von der Brunft von seinen Geissen hat er das ganze Jahr Tiere, die gitzeln und dann Milch geben. Der Toni Odermatt verzichtet auf Hormonbehandlungen, um die Fortpflanzung zu managen, weil das in grossen Geissenmilchbetrieben keine Seltenheit ist. Die Tiere werden das ganze Jahr in einem grossen Laufstall gehalten und führen immer wieder vor, wie clever Geissen sind. Die hier hat sich abgesetzt, bevor die Türe zugeht, und schleicht jetzt zurück in den Melchstand. Und hier klaut sie sich an einem freien Platz nochmal eine Portion vom feinen Futter. Die meisten Geissen in diesem Stall haben keine Hörner. Mehr zu diesem Thema erzähle ich ein bisschen später. Weil man auf diesem Betrieb voll auf Milch produziert, muss man auch entsprechend füttern. Kraftfutter und Silage müssen hier sein, wenn die Milchleistung stimmen soll. Biologisch sind Geissen aber eher an mageres Futter angepasst. Damit der Geiss Milch gibt, muss sie ja eine Gitzi werfen. Das ist ein Problem. Aufziehen kann man lange nicht. Alle und Gitzi-Fleisch lässt sich, außer an der Ostern, im Gegensatz zum Geissenkäse, nicht so gut verkaufen. Die Gitzi hier werden nachgezogen, um den Bestand zu erhalten. Das Odermatt hat keine reinen Rassengeissen, sondern eine gemischte Herde. Die Milchleistung kommt vor der Rasse ideal. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer dürfen die Geissen nicht auf die Weide fressen. Ein Laufkäfig vor dem Stall muss reichen, um den Auslauf im Freien zu bieten, der vom Gesetz aus Vorschrift ist. Weil die Geissen so nur drinnen fressen, infizieren sie sich kaum mit Parasiten. Und er muss nie entwurmen, sagt der Toni Odermatt. Was für ein unterschiedliches Leben im Vergleich mit den Geissen in den Bergen. Jetzt zum heissen Eisen.
Der Schweizerische Geissenzuchtverband befürwortet das Enthornen der Geissen. Bei mehreren Rassen gibt es Individuen, die von Natur aus keine Hörner haben, wie bei den gemsfarbigen Berggeissen oder den weissen Sahnen oder den Appenzeller. Weil aber das Horngehen mit der Fortpflanzung verbunden ist, kann man mit hornlosen Tieren allein nicht weiterzüchten. Es braucht immer wieder Sonnige mit Hörnern. Und wer einen rein hornlosen Bestand will, muss der behornte Gizzi Tonansätze abbrennen. Ein heikler Eingriff, der 2006 in der Revision um die Tierschutzverordnung einen Haufen zu reden gegeben hat. Die Schweizer Tierärzte sind dezidiert gegen die Enthornung. Trotzdem hat man sie dann gesetzlich zugelassen. Wir sind beim Schweizerischen Geissenzuchtverband nachgefragt, was denn dafür spricht. Geschäftsführerin Ursula Herren. Ja, ich tue euch die Frage gerne beantworten, muss da vielleicht ein bisschen ausholen und möchte anfangen mit einem Zitat. Was heisst, was nützt dem Bauern sein schönst behorntes Vieh? Ein blindes Auge sieht es nie. Und das tut eigentlich alles abdecken rund um die Enthornung, warum wir das machen, nämlich wegen der Verletzungsgefahr. Und zwar einerseits die Verletzung des Tierhalters, wenn er mit dem Tier etwas machen tut, aber vor allem auch zugunsten des Tierwohls, also die Geissen untereinander, die sich verletzen mit den Hörnern. Das Enthornen der Gizzi dürfen die Geissenhalter selber machen, nach Anleitung von einem Tierarzt und nach einem Kurs. Die Enthornungskurs werden vom BGK, einem Beratungs- und Gesundheitsdienst für kleine Wiederkäuer in Niederönz, organisiert. Mit diesem Video ohne Ton zeigen die Instruktoren von der Kurs, wenn man das macht. Mit einer Spritze wird die Gizzi narkotisiert. Es darf maximal 3 Wochen alt sein. Narkose wirkt, es empfindet keine Schmerzen mehr. Was jetzt kommt, ist trotzdem nicht angenehm zum Schauen. Mit einem gleich heissen Eisen wird der Hornansatz versenkt. Die Haut muss ganz verbrennen, damit der lebe Knochenzapfen von der Blutzufuhr abgeschnitten wird. Bis die Gizzi ganz verwachen aus ihrer Narkose, muss man sie warm haben. Ob sie Schmerzen haben an der verbrennten Stelle, weiß man nicht, sie ist aber anzunehmen. Wir haben beim Leiter der Wiederkäuerklinik an der Uni Bern, beim Adrian Steiner, wissen, warum dieser Eingriff so heikel ist. An 2 Schädeln, an einem Kalb und einem jungen Geiss, zeigt der Veterinärprofessor, dass die Hornansätze sehr verschieden aussehen. Der Geissenschädel ist hier zwar von einem älteren Gizzi, aber die Proportionen der Hornansätze sind gleich wie beim ganz Jungen, der enthornt wird. Die Fläche, die man verbrennen muss, ist bei der Gizzi im Verhältnis viel grösser und der Schädelknochen ist viel dünner als beim Kalb mit einem feinen Hornansatz. Wenn die Halter allein enthornen, sieht Adrian Steiner noch andere Probleme. Beim Geissli ist die Versorgung viel komplizierter. Man kann nicht einfach einen Nerv anästhesieren, sondern man muss eine Vollnarkose machen. Eine Vollnarkose bedeutet aber ein deutlich grösseres Risiko für das Tier als im Vergleich zu einer Lokalanästhesie. Das heisst, eine Vollnarkose kann schneller aus dem Ruder laufen. Und wenn dann etwas passiert in einer Vollnarkose, dann ist es natürlich schwierig für einen Tierhalter, nach einer Massnahme zu ergreifen. Weil viele Gizzi Komplikationen haben oder sterben bei diesem Eingriff, ist auch der Schweizer Tierschutz aktiv gegen das Enthornen der Geissen. Hier aber fährt der Schweizerische Geissenzuchtverband im Interview schweres Geschütz auf. Ich habe euch hier ein paar Beispiele. Das sind 2 Geissen, die verletzt wurden durch Hornstöße am Auge. Hier sieht man, wo die Geiss geneigt werden musste. Und hier bei dieser Geiss hat die Hornstossverletzung dazu geführt, dass die Geiss erblindet ist. Was ebenfalls sehr oft vorkommt, sind Verletzungen am Mutter. Nach unserer Recherche setzen wir grosse Fragezeichen hinter die Verletzungsbilder. Die Geissen, die richtig gehalten sind, gehen nämlich sorgfältig um mit ihren Hörnern. Manchmal kann man fast nicht zuschauen, aber auch beim Spielen dosieren sie den Horneinsatz genau. Nicht ein Geissenhalter, den wir gefragt haben, hatte Probleme wegen Hornverletzungen. Eine Statistik über Hornverletzungen hat niemand zeigen, auch der Geissenzuchtverband nicht. Und Adrian Steiner, Professor an der Wiederkäuerklinik, kennt kaum Fälle. Gibt es Fälle, wo es zu Verletzungen kommt wegen der Hörner? Das kann sicher passieren, aber wir sehen jetzt an unserer Klinik praktisch nie solche Fälle. Niemand weiss, wie oft im Stall ein Unfall mit der Heugabel passiert. Wenn man Geissen bei der Fütterung fixiert wie hier, gibt es keine Kämpfe um den Platz am Futter. Die Hörner bei den Geissen sind wichtig für das Sozialverhalten. Das Stupfen vermeidet harte Auseinandersetzungen.
Dass Geissen bei richtiger Haltung mit ihren Aggressionen sehr wohl umgehen können, belegen Studien von der Verhaltensforscherin Nina Keil in Tänniken, die für das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen die Geissen erforscht. Also das A und O in jedem Stall, und das gilt eigentlich auch für hornlose Ziegen, ist, dass sie einander ausweichen können. Zwischen jeder Ziege ist abgemacht, aber welcher Distanz sie einander ausweichen müssen. Und das kann 40 cm sein, es kann aber auch 4 Meter sein. Und wenn eine ranghohe Ziege sich irgendwo hinläuft, dann muss die rangtiefere, wenn sie im Weg ist, ausweichen. Und auf einer Weide ist das immer möglich. Deswegen sehen Sie auf einer Weide auch relativ wenig Auseinandersetzungen zwischen Ziegen. Aber im Stall kann das ja unter Umständen, weil es begrenzte Flächen sind, dann schwierig werden. Sie haben das videomäßig dokumentiert. Im Experiment hat man die Strukturen im Stall weggeräumt. Das hat es oft gehabt. Das ist eine von unseren Versuchsbuchten, wo wir die Stalleinrichtung rausgenommen haben. Und jetzt sehen Sie, dass die Ziegen gerade anfangen, Ärger miteinander zu haben, sich zu jagen. Sie sehen hier sehr schön, das ist die dominante Ziege. Die kann den ganzen Raum in Anspruch nehmen und alle anderen müssen sich dann um sie drumherum bewegen und treffen dann wieder andere Ziegen und müssen denen wieder ausweichen. Und so entsteht diese große Unruhe hier. Also Sie sehen jetzt, wie wir die Stalleinrichtung zurückbringen, die Ziegen normalerweise kennen. Das ist so eine Art Podest, wo die Ziege drauf kann und sich drunter legen kann. Der Tisch ist so eine Art Raumteiler, der verhindert, dass eine dominante Ziege den ganzen Raum in Beschlag nehmen kann. Und sofort herrscht Ruhe. Mit einfachsten Mitteln kann man also den Raum im Stall aufteilen und die Aggression nimmt sofort ab. Eindrücklich, wie das in diesen Boxen funktioniert. Und ganz rechts, ohne diese Strukturen, gibt es immer noch Kampf. Behornte Geißen kann man im Laufstall haben, das zeigt ja auch viele Beispiele aus der Praxis. Es braucht einfach, man muss einfach das Verhalten der Tiere deutlich besser berücksichtigen, als man es vielleicht täte, wenn sie keine Hörner haben. Vor dem Hintergrund von sonnigen Erkenntnis ist das Fazit von Adrian Steiner klar. Ein präventives, also vorbeugendes Enttornen von jungen Geißen ist aus meiner Sicht nicht nötig. In der Tierschutzgesetzgebung stellen verschiedene Artikel harte Eingriffe wie das Enthornen der Geissen klar in Frage. Wir haben nachgefragt beim BLV, der für das Tierschutzgesetz zuständig ist. Inhaltlich hat man das nicht kommentieren und darauf verweisen, dass in der Tierschutzverordnung die Anliegen der Kreise, die eine Enthornung wollen, stärker gewichtet worden sind als das Verhalten der Tiere. Hörner sind wichtig im Sozialverhalten der Geissen. Bilder aus unserer ersten Sendung. Junge Geissen messen sich mit ihren Hörnern und der Alte, der von links kommt, ganze Autorität ohne jede Gewalt. Feine Signale mit Kopfbewegungen und Hörner. Die von rechts macht auch links klar, dass sie hier verschwinden soll. So Hornsignal vermeiden oft den physischen Kampf. Die braune Freundin von der starken Geiss, die andere wegkomplimentiert hat, besetzt jetzt den freien Platz. Der unterlegene Geiss sucht sich einen neuen Liegeplatz. Nur wenn die Stallverhältnisse zu eng sind und sich schwächere Tiere nicht zurückziehen können, kommt es zu schweren Angriffen. Da schützt das Gesetz also lieber Stall, die nicht tiergerecht sind, und löst das Aggressionsproblem durch das Eliminieren der Hörner. Auch bei der Körperpflege sind die Hörner nicht zu verachten. Im Sommer sind die höchsten Weiden in den Bergen der Lebensraum, wo Geissen von Natur aus angepasst sind, wie ihre Vorfahren, die wilden Bezoa-Geissen. Es hat immer ein paar leuchtend Weisse in der Herde von Gian Martino Bini, einem Geissenbauer von Olivone, damit er die Herde auch von unten besser beobachten kann. Eine Geissenhaltung wie vor 100 Jahren, wo es noch keine Medikamente gegen Parasiten gegeben hat. Ganz nah an der Natur, wo nur die gute Haltung und eine strenge Zuchtwahl von robusten Individuen über den Erfolg entscheidet. Und vor allem ein enges Verhältnis mit den Tieren, das auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Geissen, die verstundlich in der Lage sind, mit dem Menschen zu kommunizieren. Die Berge sind häufig harsch und gefährlich. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Zum Beispiel die Wölfe, die zurückkommen in die Schweiz. Für die Geissen nicht so problematisch wie für die Schafe. Oder die Zunahme der Wälder und damit vom Rothirsch, die Krankheiten und Parasiten in die Wälder und auf die Alpen bringen, die für die Geissen gefährlich sein können. Aber wer wie der Geissenhirt mit der Natur lebt und sie bescheiden respektiert, hat seit mehr als der Hälfte von einem Jahrhundert
immer wieder eine Lösung gefunden für sie Herden. Zum Schluss von einem langen Gespräch habe ich ihn gefragt, wie lange er mit den Geissen noch weitermachen will. Man findet ein paar so. Solange er kann. Und so viel noch. Solange er laufen möge. Camminare bene. Mit den Geissen muss man halt immer sehr viel laufen. Camminare tanto. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Sommer ist vorbei und es geht dem Winter zu. Und vielleicht verschwindet mit dem Gian Martino Bini und seiner Geissenherde der letzte Herde im Ort Olivone, zinterst hinten im Val di Blenio, ein weiteres Stück von der alten Kultur von dieser Gegend, wo bescheidene Menschen verbunden sind mit ihrer Landschaft, wo sie während Jahrhunderten mit großer Dankbarkeit und großem Respekt vor der Natur und vor ihren Tieren gelebt haben. Als Biologe habe ich mich während der Produktion unserer beiden Sendungen über Geissen immer wieder gefragt, warum kommen die Tiere eigentlich nicht einfach so sein, wie sie sind und sie so halten, wie es ihrer Natur entspricht. Warum muss man Rasseideal gegen die Natur ums Verrecken durchsetzen und den Geissen ihre Hörner abbrennen, auch wenn alle Argumente von Tierärzten und von Verhaltensforschern fürs Tierwohl dagegen sprechen, wenn wir die Tiere nur richtig halten? Warum stützen unsere Behörden solche heiklen Eingriffe an den Tieren, obwohl eigentlich im Gesetz an verschiedenen Orten etwas anders steht und wo zum Beispiel bei den Hunden konsequent umgesetzt wird, dort dürfen Schwanz und Ohren nicht mehr kopieren. Warum dürfen Geissen und nicht nur Geissen, sondern auch Kühe keine Hörner mehr haben? Nur weil man ihre Ställe gleich oder falsch baut, nur weil man Tiere in Gruppen durcheinander mischt, so dass es nicht dem natürlichen Gruppenverhalten dieser Tiere entspricht? Ich bin eigentlich kein Tierschützer und habe schon mit Tierschutzorganisationen bei meiner Recherche ziemlich harte Diskussionen geführt. Das Ziel des Teams von Netz Natur ist einfach genau anzuschauen, wie Tiere von Natur aus sind und was wir Menschen daraus machen. Und dann möglichst objektiv darüber zu berichten. Wir haben immer wieder Menschen getroffen, die den meisten Bedürfnissen von ihren Geissen, oft auch mit viel altem Wissen, gerecht werden. Aber nicht nur. Gerade bei den Geissen bleiben ein Haufen Fragen und Widersprüche im Raum stehen. Nicht nur an die zuständigen Halter und ihre Organisationen, sondern auch an die zuständigen Behörden. Das war es wieder mal von Netz Natur. Die nächste Sendung, wenn Sie wollen, am 3. Dezember. Dort macht Netz Natur mit beim SRF-Themenschwerpunkt, wo der Märle gewidmet ist. Und bei uns geht es natürlich um Tiere in der Märle. Um den Böse und der liebe Wolf, nicht nur mit den sieben Geissen. Und was wirklich wahr ist, wenn sich ein Frosch verwandelt. Unsere Märle und die von den Indianern. Mit gleichen Tieren und doch ganz anders. Morgen am 9. Uhr die Bodenseepolizei im tiefen Wasser. Und jetzt sind gerade Einstein zur letzten Ruhe. Wir sind wieder für Sie hier am 3. Dezember. Und wenn Sie wollen, in unsere beiden Geissensendungen noch mal reinschauen, dann können Sie das jederzeit auf unserer Homepage machen. So, und jetzt verabschiedet sich das ganze Netz Naturteam von Ihnen und sagt auf Wiedersehen im Märleland.